Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, ein Spiel, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, damit wirst du auf jeden Fall nicht gut zurechtkommen und die Steuerung überfordert dich total, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Und was ist? Ich habe mich so in dieses Spiel verliebt irgendwie, aufgrund der Storyline allerdings. Ja, wir haben hier oben noch eine Quest, die wir noch machen können. Wenn du um diese Jahreszeit nach Stammhügel gehst, wirst du wahrscheinlich weiße Rotschnäbel sehen. Wir sammeln ihre Federn, um daraus im Winter Kleidung für die Priester zu machen. Normalerweise gehen die Dorfbewohner nach Stammhügel, um die Federn zu sammeln. Aber in letzter Zeit konnten wir das wegen der Grabräuber nicht mehr tun. Meinst du, du kannst einige Federn im Stammhügel sammeln und sie Alayla im Ausrüstungsladen geben? Aber natürlich. So, das mit der Quest ging jetzt ganz schnell, zumindest die anzunehmen. Sag mal, wo kommst du denn her? Pass auf die Grabräuber auf. Sag mal, ich komme von überall her. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. Ja. Wenn du vom fehlenden Teil der Tafel in der Kathedrale sprichst, kann ich dir leider nicht helfen. Warum brauchst du ihn? So geil, erkennt ihr die Stimme? Ich habe absolut keine Ahnung, von wem die Stimme jetzt genau ist, aber ich erkenne sie und ich finde sie so geil, dass ich sie hier wieder finde. Die Arche. Ich hielt das immer nur für ausgedachte Geschichten der Barden. Von der Steintafel weiß ich nichts, aber ich habe etwas Ähnliches. Schau dir mal diesen nutzlosen Felsen da an. Der nimmt eh nur Platz weg. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, aber du solltest mal mit der Wache Allen sprechen. Er war dabei, als es geschah und weiß vielleicht etwas. So, dann öffnen wir mal eben die Karte. Wir müssen jetzt in dieses Gebiet für zwei Sachen. Hier müsste ich mit der Wache wahrscheinlich sprechen, weil das ist die Hauptquest. Und ein bisschen weiter soll ich von weißen Rotschnäbeln was sammeln. Also die Federn sammeln. Das sind die übrigens. Aber die hier unten sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, noch friedlich. Vor langer Zeit fiel eine Horde Dämonen in die Welt der Sterblichen ein. Daraufhin begann der sogenannte Große Krieg. Ein passender Name für diesen endlosen Kampf. Ja, und ich werde am besten hinreiten, würde ich sagen. Hier in dem Gebiet soll ich... Ja, der ist hier gerade am Kämpfen, ist nicht so schlimm. Hundert Stück soll ich sammeln. Oje, oje. Okay, das sind die nicht. Brauche ich gar nicht hinzugehen. So, 45. Also es geht recht schnell, wenn man die sammelt. Ich habe es bisher ehrlich gesagt auch noch nicht gehabt, dass ich auch nur einen zweiten Char in der Nähe gehabt hatte, der die gleiche Quest gemacht hat wie ich. Kommt der natürlich mit dem anderen rüber, oder? Ja, natürlich. Oh, ihr seid hier. Moment. So nimmt der das Q nicht an, weil ich schon wieder auf 1 drücke, so wie es aussieht. Okay. Mann, das ist doch doof, wenn man das komplett anders gewohnt ist von jedem anderen Spiel. Haben wir 100? Wir haben 100, glaube ich, ne? Ja, sprich mit. Okay. Dann reiten wir den Rest der Zeit einfach nur noch durch. Der Krieg war so schrecklich, dass selbst die Götter fernblieben und die Leute ihrem Leid überließen. Und so machten sich die verzweifelten Sterblichen auf die Suche nach der legendären Arche.
Sie glaubten, die Macht der Arche sei der einzige Weg, die Dämonen für immer und ewig zu besiegen. Ja. So, wir reiten einfach mal weiter. Durch, alles durch. Ziehen alles mit. Warum ist, ich wollte gerade sagen, warum ist sein Pferd jetzt schneller als meins? Eine kleine Gruppe von Helden fand die Arche schließlich. Diese 7 Helden sind die Sternenboten. Die sterblichen Völker schlossen sich den Sternenboten an, um die Dämonen zu bezwingen und dem großen Krieg ein Ende zu bereiten. Ja, da habe ich bei meiner ersten Aufnahme, die ich jetzt nicht hochgeladen habe, mich noch beschwert, weil ich da ja... Ach nee, da können wir so rum. Weil ich da ja selber eine Dämonin war. Und zwar die Dämonenklinge, heißt das, glaube ich. Da bist du ja. Untersuchst du die Steinruinen? Vor langer Zeit nutzten die Sternboten die Macht der Arche gegen die Dämonen. Nun wird die Welt der Sterblichen wieder von der Dunkelheit heimgesucht. Deshalb bin ich auf der Suche nach der Arche um die Welt gereist. Alle sagen, die Arche sei nur eine Legende, ein Märchen. Aber diese Steintafel ist der Schlüssel zu ihr. Ich bin froh, endlich jemanden zu treffen, der auch an die Arche glaubt. Entschuldige mich nun, ich muss meine Suche fortsetzen. Bitte lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Ja, triff dich mit der Wache. Genau, da war doch noch was. Mal eben gucken. Die Wache ist hier oben. Also ich weiß, dass wir später nochmal nach unten zurückgehen müssen in die Stadt. Da werde ich das dann auch entsprechend abgeben, wenn wir soweit sind. Aber erstmal muss ich mich mit der Wache treffen. Nicht unvorsichtig werden. Die Steintafel des Schlüssels? Ach, etwa die Platte, die aus der Ostkapelle geräumt wurde? Keine Ahnung. Aber da sie aus der Kapelle geschafft wurde, findest du vielleicht dort Hinweise. Ja, das war nicht viel. Bei mir blendet es jetzt gerade ein bisschen. Doch hier unten muss ich jetzt als nächstes hin. Ja, ich habe leider den großen Nachteil, dass die Sonne von links kommt und genau hier auf meiner Seite untergeht. Und ich dann, wenn ich abends was aufnehmen möchte, ja, halt nicht so eine gute... Das ist halt nicht so eine gute Idee, weil es dann von allen Seiten blendet, das wollte ich sagen. Ja, wir betreten das Ganze. Obwohl ich das nicht will, ich weiß nämlich schon, was da auf mich wartet. Wer hat was auf der Liste entfernt? Was? Wie? Keine Ahnung. Aber Andrea ist irgendwie gerade traurig gewesen oder wütend gewesen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Gut, wir werden mal reingehen. Du wagst dich an diesen heiligen Ort? Die Tafel! Tötet sie alle! Die Kapelle! Ja, wobei, ich glaube, hier war es noch nicht so schlimm. Bei dem Dungeon danach. Chaos Dungeon nennt sich das, glaube ich. Da war es schlimm. Ah!
So, zwei, ach da. Sagen, zwei Grabräuber fehlen irgendwie noch. Wo ist denn? Ach, das sind Grabräuber. Ich dachte, das wäre einer von uns. Okay, sorry. Hallo? Nein, da habe ich noch nicht. Ich muss erst such mal nach den Überresten. Oh, danke für deine Hilfe. Bitte sag Alan, was hier passiert ist. Puh, das war knapp. Da drüben ist eine Abkürzung. Ja, da wollte ich ja eben auch schon hin, aber das hat ja leider nicht funktioniert. So, einmal G drücken. Und zur Kapelle? Das ist doch nicht die Kapelle. Nicht unvorsichtig werden. Denn ich gesagt, ich soll zur Kapelle. Giftclown-Grabräuber haben die Wachen angegriffen. Die Steintafel, nach der du suchst, muss sehr wertvoll sein. Sie hätten uns nicht so rücksichtslos angegriffen, wenn sie nicht verzweifelt etwas verbergen wollten. Geh bitte zur Wache Mizell. Er beobachtet sie. Ich habe gesehen, wie du die Giftklauen ausgeräuchert hast. Die hatten keine Chance gegen dich. Aber seitdem sie sich in Stammhügel breit gemacht haben, ist es auf der Straße sehr gefährlich geworden. Erledige bitte alle Giftklauen, denen du auf der Straße begegnest. Ach so, genau, das war das, was man dann bekommt für den Folianten. So, alle Giftklauen, das sind dann nur die da oben. Also, hier im Gebiet soll es eigentlich sein. Aber das sind doch nicht die Giftklauen, das sind die Rotschnäbel. Hallo, Giftklauen, seid ihr Giftklauen? Das war schon. Nee, ich muss nach oben. Ich bin hier völlig falsch. Ich habe Infos über die kürzlichen Aktionen der Grabräuber gesammelt. Das wird eine Weile dauern. Würde es dir etwas ausmachen, mir in der Zwischenzeit ein paar Sachen aus dem Lager im Prideholm zu bringen? Nein, natürlich nicht. Wobei ich gerne das da drüber noch annehmen würde. Prideholm muss ich dann komplett zurückgehen. Das ist soweit okay. Die Frage ist, was hat er jetzt für uns? Hast du echt allen Räubern auf der Straße den Gar ausgemacht? Die Giftklauen sind in panischer Angst davongerannt. Es ist fast schon etwas peinlich zugeben zu müssen, dass die Wachen nicht in der Lage waren, sie aufzuhalten. Ich danke dir sehr, dass du Stammhügel für uns beschützt. Ja, als ich draufgeklickt hatte, habe ich mir das nämlich gerade auch schon gedacht. Weil die Fragezeichen sind hier immer die Sachen, wo man abgibt. Und die Ausrufezeichen, das sind die Sachen, wo man eine neue Quest bekommt. Die Grabräuber sind aktiver denn je. Aber wir wissen nicht, warum. Wenn das so weitergeht, entwickeln sie sich noch zu einer ernsten Gefahr für alle Reisenden auf der Straße. Kannst du die Warnung bitte dem Ortsvorsteher Gorri übergeben? Um nach Prideholm zu gelangen, musst du die Weltkarte öffnen und auf den Triporter im Prideholm klicken. Dann kommst du umgehend dorthin. Ja, ich weiß das. So, schauen wir mal eben. Also hier ist ansonsten nichts mehr. Oh, ganz, ganz wichtig. Den müssen wir freischalten. Ja, 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 genau. Geh weg da. Den müssen wir freischalten, weil wir sonst nämlich nicht mehr nach hier zurückkommen. Was ist das denn hier? Ach, ein reisender Händler. Okay. Nee, ich muss ja sowieso hier rein. Wie war das jetzt? Zurück und dahin. Genau. Dann können wir nämlich hier draufklicken. Da das jetzt ein anderes Gebiet ist, also das Nebengebiet, kostet das jetzt doppelt so viel, nämlich 30. Wenn ich jetzt nach hier laufen würde und dann dahin porten würde, dann würde es mich 15 kosten, was natürlich schwachsinnig ist. Ich will jetzt einfach direkt dahin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht so teuer. Wir werden diesen Ort beschützen.
Genau. Also im Gegensatz zu New World ist es hier... Was ist das denn? Was ist das denn für ein Viech hier? Oh je. Ich konnte es jetzt leider Götter, nicht von vorne angucken. Bitte beschütze uns. Und? Passiert heute etwas Aufregendes? Jetzt bin ich gerade völlig raus. Moment, ich muss das hier mal eben abgeben. Ich kann nur nicht mit ihm sprechen, weil hier wieder... Nee, ich hörte, die Wächter hätten die Hände voll zu tun. Bist du hier, um die Vorräte zu holen? Die Grabräuber scheinen mehr Probleme zu bereiten, als ich dachte. Tut mir leid, mehr Ausrüstung als diese Kiste hier habe ich nicht parat. Kein Thema. Überbringe das Warnschreiben. Genau, das sollten wir auch noch machen. Das war hier oben. Das sieht ziemlich schwer aus. Warum läufst du jetzt hier rein? Wobei, mit ihr muss ich ja auch noch sprechen. Stimmt? Willst du meine Waren sehen? Toll. Wo hast du so viele Federn her? Du musst ein richtiger Vogelflüsterer sein. Das ist mehr als genug für eine wunderbare Decke, die mich warm halten wird. Diesen Winter werde ich nicht frieren müssen. Danke dir. So, einmal abgeschlossen. Und, aber das können wir, glaube ich, nicht sofort machen. Wir müssen mit dem unten, meine ich, erstmal sprechen. Der gibt uns dann, glaube ich, den Auftrag. Und? Passiert heute etwas Aufregendes? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich soll M drücken? Warnung Räuber. Doch, den da unten soll ich das doch geben. So, da reiten wir mal eben hin. Das geht schneller. Die Grabräuber sind ein großes Ärgernis. Wir hängen die Warnung besser am Anschlagbrett im Dorf aus. Das Anschlagbrett befindet sich auf dem Platz. Hänge die Warnung bitte so aus, dass es alle sehen können. Ja, und ich war natürlich wieder ein wenig zu voreilig. Weil ich wollte das schon machen, weil ich ja wusste, wie man es macht. Gibt es Neuigkeiten? So, einmal abschließen. Hallo? Achso, der Anführer der Giftklauen Grabräuber Kugo hat wertvolle Relikte gestohlen und droht mit den Steinmetzen mit Gewalt. Für die Sicherheit von Stammhügel werde ich jeden eine Belohnung geben, der Kugo ausschaltet und mir seine Namensmarke als Beweis vorlegt. Prideholm-Wache Girano. Das nehmen wir auch an, und zwar hat das den Vorteil, das kann ich schon mal vorweg sagen, weil wir sowieso diesen Kugo gleich ausfindig machen müssen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen. Der will, dass ich da durchgehe. Sag mal, wo kommst du denn? Pass auf die Grabräuber auf. Ja, ja, die kenne ich schon. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. So, wenn ich mich jetzt porte, weil ich unten durchgegangen bin, dann muss ich nur noch 15 bezahlen. Das werde ich dann auch tun. Deswegen bin ich jetzt, um das mal kurz zu zeigen und natürlich, damit es günstiger wird, unten durchgegangen. So, mit beiden können wir noch reden. Diese Vorräte reichen vielleicht nicht. Ich bin gerade mit der Ausspähung der Grabräuber fertig. Laut der gesammelten Informationen der Wachen soll ein Mann namens Kugo die Eindringlinge in die Kapelle geführt haben. Er sucht hier etwas und ich glaube, es könnte sich um die Tafel handeln, nach der auch du suchst. Hast du schon die Identitätsfertigkeit probiert? Ja, aber ich weiß gerade nicht, was das war. Die Identitätsfertigkeit verkörpert die Charakteristika deiner Klasse. Sie ermöglicht es einigen Klassen, mächtige Angriffe auszuführen und leistet anderen Klassen im Kampf Unterstützung. Normalerweise setzt du sie mit der Taste Z ein, wenn die Leiste voll ist. Okay, dann war das nicht die mit XY. Sollte deine Klasse eine Identitätsfähigkeit haben, dann nutze sie besser zu deinem Vorteil. Die Identitätsfertigkeit kann dir helfen, Kugo zu besiegen. Ja, dann werde ich hier aber auch nochmal... Entschuldigung, hier auch nochmal kurz annehmen. Wir können den Einflussbereich der Grabräuber einschränken, indem wir ihr Lager zerstören. Es wird uns auch helfen, wenn wir ihr Essen bei den Stein... Nee, wenn wir ihr Essen den Steinmetzen geben könnten. Oh Gott. Bitte zerstöre ihre Zelte und bringe uns alles Essen, das du findest. Klar. Ich meine, dass...
Das alles in einer Ecke. Na, okay, nicht ganz in einer Ecke. Das letzte war jetzt hier unten. Beziehungsweise Zelte und Essen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja gut, dann müssen wir das halt. Aber ist ja nicht schlimm. Es gibt immer mehr von diesen Giftklauenräubern. Den Lieutenant soll ich besiegen. Wo ist denn der? So, das war das mit dem Essen. Irgendwo kommt der Lieutenant doch gleich raus. Ne? Hallo, Lieutenant. Hugo, finde die Tafel um jeden Preis. Wenn nicht, sind wir alle tot. Okay, den hatte ich irgendwie schon zweimal zerstört. Nimm alle mit nach Stammhügel und such doch. Okay, da muss ich gar nicht nach unten. Noch besser. Das ist Kugos Namensmarke. Wunderbar. Dann nimm uns eine das nimmt uns eine große Last von den Schultern. Laut dieser Nachricht werden sich jene, die nach der Tafel suchen, in ihrem Versteck treffen. Steinmetz Kahan kennt sich in dieser Gegend aus. Vielleicht weiß er, wo ihr Versteck ist. Geh zu Steinmetz Kahan. Er wird dir helfen, wenn du erwähnst, dass es für die Wachen ist. Ach, und sonst nicht, weil er so unfreundlich ist, oder? Vielen Dank. Ich schicke das Essen gleich weiter zu den Steinmetzen. Wusstest du, dass die Giftklauen-Grabräuber seltsame, beschworene Wesen einsetzen? Geh in die Gegend der Steinmetze und du wirst schnell seltsame, sich bewegende Steine bemerken. Der Gelehrte Effa scheint sich für sie zu interessieren. Warum bringst du ihm nicht ein paar Exemplare zu Studienzwecken? Okay. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber... So, wir müssen jetzt dahin, besiege die Steingolems in den Stammhügeln, um Herzen zu bekommen. Das sind dann wohl beide hier. Und später müssen wir uns dann da noch erkundigen, bei den Wachen. Ja, ich würde sagen, das machen wir nochmal kurz. Also die Golems besiegen... Ich hoffe, dass das kurz ist. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwie Probleme mitkriege. Weil ich glaube, das hat der Epi gemacht. Ich hatte das angenommen und plötzlich war es dann weg. Da sind noch mehr Golems. Oh. Ah, ich habe eine neue Fertigkeit. Sehr schön. Ich liebe es. Auf diese Fertigkeit habe ich gewartet. So, dann reisen wir schnell weiter. Lauf, mein kleines, lauf. Man kommt sich irgendwie immer so ein bisschen besoffen vor, wenn man... Ich frage mich, ob Sie wissen, was Sie tun. Wenn er mich meint, ich weiß nicht, was ich tue. Das ist das Herz eines Wesens von der anderen Seite des Risses. Hallo? Junge. Was will der denn jetzt hier? Hau ab. Sag mal. Willst du mich veräppeln? Die haben mich sonst nie unterbrochen. Das ist das Herz eines Wesens von der anderen Seite des Risses. Das Ding treibt sie zweifelsohne an. Ich kann es nur untersuchen, um herauszufinden, wie wir sie aufhalten können. Ja, erkundige dich beim Steinmetz. Ich würde sagen, dass ich das allerdings... Achso, ich kann die Fertigkeiten nochmal kurz verbessern. Ja, mit meinem Lieblingsangriff auch. Dann habe ich jetzt noch drei frei, die ich machen kann. Dann nehme ich doch... Direkt meine zwei Lieblingsangriffe und das erste. So. So, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich dann hier erstmal einen kleinen Cut mache, wenn der
Kerl mal aus mir rausgehen könnte. Also ehrlich, hier kann man noch nicht mal eine vernünftige Abmoderation machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist die Folge erstmal beendet. Und wir sehen den Rest in der nächsten Folge, bevor sich wieder einer vor mich stellt. Bis dann. Ciao.